Borchert. Vielen herzlichen Dank, dass Sie es mir ermöglicht haben, meine Arbeiten über Israel hier in der Konrad-Adenauer-Stiftung auszustellen. Und in dieser Veranstaltung kann ich auch das, was ich in Israel erlebt habe, meine Erkenntnisse, meine Emotionen und vor allen Dingen auch die Worte der Menschen in Israel hier mit Ihnen teilen. Vielen herzlichen Dank dafür. Und wie Herr Dr. Klose schon sagte, die Tatsache, dass so viele von Ihnen hier sind, ist einfach wunderbar auch für mich, weil dieses Thema ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass wir alle von diesen Erkenntnissen was mitnehmen und dem ein wenig entgegenwirken. Als ich ein Kind in Polen war und mich hin und wieder im Hof geprügelt habe, dann kam mein Vater und sagte, Halina, sei ein Mensch. Und als ich schon erwachsen war und vielleicht zu hart war, da hat mein Vater das noch ein bisschen gesteigert und hat gesagt, Halina, sei ein Mensch und hab Rachmunes. Rachmunes, ein wunderschönes jiddisches Wort. Es bedeutet Empathie. Und es ist sehr tief in der jüdischen Ethik und in der jüdischen Tradition verankert. Ich habe Rachmunes. Ich habe Mitgefühl mit all den Menschen, die in dieser schrecklichen Situation im Nahen Osten jetzt leben müssen. Ich habe Rachmunes mit den Kindern in Gaza. Ich habe Mitgefühl mit den Menschen in Gaza, die wirklich unschuldig sind. Und ich habe Rachmunes mit den Menschen in Israel. Was mich wirklich extrem zornig macht, frustriert, ist die Asymmetrie der Berichterstattung, wie Herr Dr. Klose schon erwähnt hat. Die Menschen in Gaza leiden zweifelsohne, aber auch die Menschen in Israel leiden. Und dieses wird wirklich völlig medial, geht es hier unter. In der Vorbereitung für diesen Vortrag wollte ich wissen, wo sind die Binnenflüchtigen aus dem Norden Israels? Und das habe ich gefunden. Wo leben Binnenflüchtlinge aus dem Norden Israels? Und die Antwort von Google war Gaza, Gaza, Gaza. Nicht einmal Google hat die Binnenflüchtigen auf dem Schirm. Und es gibt jede Menge von ihnen. 200.000 Menschen, die ihre Wohnungen, ihre Häuser, die Kinder ihre Schulen verlassen mussten. Israel kümmert sich. Viele sind von ihnen untergebracht in Hotels in Eilat und am Toten Meer. Und ich stelle Ihnen ein paar vor. Sie heißt Fanny. Ihr Sohn ist im Libanonkrieg gefallen. Nomi und Kobi aus einem der am meisten betroffenen Kibbutzim, Kibbutz Kfar Aza. Das ist Lior in einem Hotel am Toten Meer. Und ihre Schwester Tal, die noch mit einer dritten Schwester und den Eltern zu fünft in einem Zimmer wohnen. Und das seit 5 Monaten. Shiri. Das ist Batya. Batya ist nicht nur eine Binnenflüchtige. Batya ist auch eine Überlebende des Massakers. Sie kommt aus dem Kibbutz Kfar Aza. Der Terrorist schleppte sie in ihr Auto und wollte sie und das Auto entführen. Das Auto war kaputt. Frustriert ging er aus dem Auto raus, suchte sich ein neues Opfer, hat sie vorher noch verprügelt, weil ihr Auto nicht funktioniert, und hat ein neues Opfer gesucht. Maya, 8 Jahre alt. Das sind Natamo und Zipora. Zipora sitzt im Rollstuhl und sagt immer, ich will nach Hause. Was mache ich hier? Wo bin ich? Ich will nach Hause. Ich will unbedingt nach Hause. Und häufig, wie man hier sieht, muss ihre Tochter sie festhalten, weil sie kann nicht nach Hause, weil ihr Zuhause einfach zerstört ist. Und warum kann sie nicht nach Hause? Woher kommt diese
enorme Zerstörung, natürlich, der 7. Oktober. Und so habe ich ein paar Wochen danach die Orte, die ich besucht habe, vorgefunden. Das ist Kibbutz Be'eri. Ich möchte sagen, da ist keine Rakete draufgefallen, da ist keine Bombe draufgefallen. Diese Verwüstung ist von Menschenhand. Das hat die Hamas gemacht. Auch das. Berührend für mich der gedeckte Tisch. Sie wollten wahrscheinlich frühstücken. Kibbutz Kfar Aza. Ich wiederhole mich. Keine Bombe. Menschen gemacht. Kibbutz Kfar Aza. Jede Menge Schuhe. Ich muss zugeben, wenn ich eine Anhäufung von Schuhen in diesem Kontext sehe, dann kommen andere Assoziationen bei mir hoch. Jüdische Schuhe oder Schuhe von jüdischen Menschen auf einem großen Stapel. Kibbutz Be'eri und das, was Sie hier sehen, ist die Galerie von Be'eri. Das war die Galerie von Be'eri. Eine sehr bekannte, sehr gute Galerie mit vielen sehr guten Künstlern im Kibbutz Be'eri. Das ist ein Künstler, Haran Kislev, ein sehr bekannter Künstler der Galerie, der auch in Be'eri gewohnt hat. Er ist ein Überlebender. Und ich fragte ihn, wie hältst du das aus, in Be'eri zu wohnen? Sagt er, ja, ich male oft an gegen meine Angst. Kibbutz Kfar Aza, am 14.10., die Zahlen unten, hat die Zaka ist eine Organisation in Israel, die sich um die Bestattungen kümmert, vor allen Dingen von traumatisierten Menschen, oder es ist jetzt nicht nur Terroranschläge, auch Autounfälle. Und am 14.10. haben sie das Haus freigegeben, das heißt, sie hatten alle Opfer aus dem Haus, vielleicht auch Terroristen, und haben das Haus gereinigt, was sehr wichtig ist. Kann ich hier bei diesem Bild erklären. Sie haben vielleicht schon gesehen, dass ich keine wirklich blutigen Bilder habe. Die Tatsache, dass es keine blutigen Bilder gibt, ist, weil die Zaka alles sauber macht, die Tatorte tatsächlich sauber macht und alles, was an Blut ist, mit in den Sarg tut. Weil bei uns Juden wird der gesamte Mensch begraben. Und deshalb gibt es kein Blut. Aber hier, Sie sehen es hinten an den Wänden, muss es so extrem gewesen sein, dass selbst die Zaka es nicht weggekriegt hat. Er heißt Goldberg und er ist im wahrsten Sinne Goldberg. Und er ist Chef der Zaka. Und ich glaube, ich muss nicht viel über das Leid erzählen. Es reicht, wenn man in sein Gesicht schaut. Kibbutz Be'eri, Adi, wie hast du das denn überlebt? Ja, ich war in einem anderen Teil vom Kibbutz. Jetzt fühle ich mich schuldig, dass mein Vater tot ist und ich lebe. Kibbutz Be'eri. Diese Zeichen der Normalität, die Töpfe da in der Ecke. Das ist ein Schulbuch. Ich habe mir ganz fest vorgenommen und ich halte es auch ein, nicht über Brutalitäten zu sprechen, weil wenn Bilder zu brutal sind, schaut keiner hin. Ich habe so viel Brutales in Israel gehört. Ich schlafe immer noch schlecht ein, das sind jetzt wirklich viele Monate. Aber das will ich sagen, das will ich erzählen. Diese simple Schrift neben diesem scheinbar normalen Bild, außer natürlich den Einschüssen der Maschinengewehre, sagt von der Zaka, Menschenteile hier gefunden. Einige hatten das Glück und haben überlebt. Und Daniel Sassi hat das sehr unmissverständlich formuliert. Ein Lichtblick. Die Mensa von Be'eri. In diesem Haus wohnte eine Familie mit 5 Kindern.
Juri, Kibbutz Kfar Aza, schlief, in Unterhose bekleidet, hörte die Terroristen, sprang hinten aus dem Fenster heraus. Die Terroristen haben ihn geschnappt und er hat mir erzählt, hat gesagt, weißt du, ich habe mir gedacht, wenn ich bei denen bleibe, bin ich tot. Wenn ich laufe, habe ich vielleicht eine 10% Chance. Er ist gelaufen. Kibbutz ist nicht asphaltierte Straßen. Hat sich in einem Gebüsch versteckt und war in diesem Gebüsch 36 Stunden in Unterhose bekleidet. Bis Israel, die israelische Armee, Kfar-Aza befreit hat. Und dann sagte ich zu ihm, sein Haus ist völlig zerstört. Paradoxerweise, das Bett ist übrig geblieben. Ich habe gesagt, Juri, möchtest du dich bitte für mich aufs Bett setzen? Und Juri sagte, nein, auf dem Bett kann ich höchstens stehen. Road 232, eine Hauptstraße im Süden Israels. Die Terroristen haben jedes vorbeifahrende Auto haben sie geschossen, viele tote Menschen. Sie pflasterten buchstäblich Road 232. Die Israelis haben dann die ganzen zerstörten Autos und die zerstörten Autos der Jugendlichen vom Nova Festival auf einen Stapel getan. Und nur um ganz sicher zu gehen, können Sie sehen, wie weit das nach hinten geht. Und links davon sind diese Mengen noch einmal. Und jetzt etwas für starke Nerven, tatsächlich. Das sind die Kinderwägen in den Kibbutzim. Da gibt es Kissen und Nestchen und die Babys liegen drin und die Eltern, wer auch immer, die Großeltern, schieben die Babys immer in diesen kleinen Wegen, also quasi ein Bett auf Rädern. Und da gehört ein Baby hinein, da gehören Spielsachen hinein. Was ich in Kfar-Aza gefunden habe, sind Patronenhülsen. Zwölfhundert massakrierte Menschen. 240 am 7. Oktober, man vermutet auch mehr, 253 sogar, glaube ich, wurden entführt nach Gaza. Und weiß jemand, was das ist, die 12.000? 12.000 Raketen sind auf den Süden Israels geflogen seit dem 7. Oktober. 12.000, und ich habe recherchiert, der Vortrag ist ein paar Tage, mittlerweile sind es 14.000. Und was macht das, 14.000 Raketen? Weil die fliegen ja auf Gaza nicht erst seit dem 7. Oktober. Sie fliegen, seit Hamas übernommen hat. Und genauso wie in Gaza wächst auch in Israel eine traumatisierte Generation heran. Medial hört man das nicht. Medial wird es nicht berichtet. Ich weiß aus Israel, dass, also ganz kurz noch, wenn die Sirene erklingt, haben die Eltern 15 Sekunden Zeit, um die Kinder aus den Betten zu reißen und in den Schutzraum zu gehen. 15 Sekunden. Das ist kein sanftes Aufwecken. 70-80% dieser traumatisierten Kinder im Süden Israels sind Bettnässer. Nicht medial berichtet über das Leid der Menschen im Süden seit 2007. Aber es ist nicht nur die Presse, es ist nicht nur TikTok und Instagram und auch die gute Presse, die nicht berichtet. Die UN hat 57 Tage gebraucht, bevor sie überhaupt sich zu Wort gemeldet hat. 57 Tage vergewaltigte, massakrierte Frauen, unfassbar. Und sogar Zeitungen wie die Süddeutsche, die Israel nicht immer sehr gewogen sind, haben gesagt, das ist beschämend. Aber schauen Sie mal auf das Datum. Am 6. Dezember, zwei Monate später. Es ist unfassbar. Und am 4. März, fünf Monate nach dem Massaker, fünf Monate nach dem 7. Oktober, gab es endlich eine Stellungnahme. Und ich überlasse es Ihnen, sie zu lesen.
Das ist Reim, eines der am entsetzlichsten massakrierten, vergewaltigten, getöteten jungen Menschen. Als ich da durchgelaufen bin, ist es wirklich sehr schwer. Und das hier? Für jedes getötete Kind haben die Eltern einen Baum gepflanzt. Ich bin nach Israel gefahren wegen dieser asymmetrischen Berichterstattung. Ich habe das Gefühl, dass wenn weiter so Bericht erstattet wird, schürt es den Antisemitismus auf wirklich einen tsunamiartigen Anstieg heute. Und ich wollte überall hin, wo es eventuell eben Leid, nicht nur eventuell, wo es Leid gab. Ich war in den Kibbuzim, ich war bei den Binnenflüchtlingen und da, wo man das Leid wirklich hautnah spürt, sind die Demonstrationen für die Freilassung der Geiseln. Die Geiseln, das ist ein Trauma für Israel. Wenn Sie überlegen, dass für einen Gilad Shalit 2006 1027 Palästinenser freigelassen wurden, müssen Sie überlegen, was 134 Geiseln für einen Staat wie Israel bedeuten. Ich habe keinen Menschen in der Zeit dort kennengelernt, der nicht betroffen war. Getötete Familienmitglieder, Freunde, Geiseln. Es ist einfach schrecklich. Und diese Geschichte von Asif habe ich bei einer Demonstration, ja, ich habe sie erlebt. So sieht es aus bei den Demonstrationen. Überall werden die Poster geklebt. Ich sah zwei junge Männer, die sich in absoluter Trauer umarmen. Ich fragte Asif, ob ich ihn fotografieren kann. Und Asif sagte, ja klar, es ist ein Freund von ihm. Er demonstriert für seine Freilassung. Und dann sagt er, kannst du noch ein Bild bitte von mir machen? Sicher. Und er legte ganz zart die Hand auf Maya Goren. Maya Goren, gerade als ich in Israel war, wurde zwei Tage vorher ermordet. Und ich sage, oh, das ist ja furchtbar, sie ist ermordet worden. Und Asif sagte zu mir, ich weiß, es ist meine Mutter. Das Riesentraum. Die unermessliche Trauer. Tausende und Abertausende demonstrieren täglich für die Freilassung der Geiseln. Wie geht Israel überhaupt damit um? Überall gibt es Poster, überall gibt es Bilder. Am Flughafen, wenn du den Gangway runtergehst, sind schon Bilder von den Geiseln. Überall. Auch Kunst hilft. Viele Installationen in der Nähe vom Tel Aviv Museum. Diese junge Frau Agam Berger ist jetzt seit 165 Tagen immer noch in der Gewalt der Hamas. Und wenn Sie sich entsinnen, was Pramila Pratton gesagt hat, ich kann mir nicht vorstellen, wie sie zurückkommt. Graffiti überall. Zipora demonstrierte für die Freilassung ihrer Nichten. 7 und 13, Gott sei Dank, wurden sie freigelassen. Sie demonstriert für ihren besten Schüler. Die Solidarität in Israel ist unheimlich. Mit ihm konnte ich nicht reden. Er war wirklich so überwältigt von Trauer, so überwältigt. Ich hob nur die Kamera und er nickte. Ein Familienmitglied. Ich weiß, ich bin vielleicht am Überziehen, aber die Geschichte von der kleinen Dame Geffen möchte ich doch erzählen. Geffen sitzt hier auf dem Schoß ihrer Tante. Geffen, ihre Mutter Yarden und ihr Vater waren schon auf dem Truck der Hamas, um nach Gaza verschleppt zu werden. Die ganze Familie sprang und die Mutter sagte zum Vater, nimm sie, du kannst sie retten, ich schaffe das nicht. Und tatsächlich war es so. Geffen und der Vater wurden nicht wieder gefangen, die Mutter ja. Sie war 52 Tage bei der Hamas und ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu der Familie und sie haben gesagt, weißt du, sie wird freigelassen und dann kommst du, das ist gut für dich, dann fotografierst du sie.
als ich einen Monat später wieder in Israel war und angerufen habe und gefragt habe, ob ich Jarden fotografieren kann, sagte mir ihre Schwester, ich glaube, über Jahre wird Jarden sich nicht fotografieren lassen und nicht drüber sprechen können und wollen. Jarden ist bildhübsch, 36 Jahre alt. Dani Miran, sein Sohn, immer noch in Geiselhaft. Sehr aktiv, Dani Miran, war in Den Haag, war überall. Und so fühlen die Israelis heute. Das ist Mavakip. Mavakip ist eine Drusen. Die Drusen sind oft sehr integriert in das israelische Leben. Natürlich mit ihren eigenen Traditionen und Religion, aber ihre Kinder sind häufig in der israelischen Armee. Salman Habaka, Offizier, war federführend bei der Befreiung von Be'eri, ist im Norden Gazas gefallen. Trauer der Mutter, Trauer des Bruders, Trauer des Vaters. Ich bin Fotografin, ich möchte immer, dass die Bilder gerade hängen. Und als ich gesagt habe, ich mache das mal gerade, sagte der Vater, nein, nein, lass das bitte. Unsere Familie ist in Schieflage geraten. Sei ein Mensch und hab Rachmunes. Und mögen diese Sätze, die mir mein Vater schon als Kind ans Herz gelegt hat, für uns alle gelten, immer und überall. Für Israel ist es ein Dilemma zwischen Ethik und Existenz. Ich danke Ihnen.